In Windows Explorer Dateien umbenennen. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich gehe zum Windows Explorer, zu meinen Dokumenten, Doppelklick. Hier habe ich meine Dateien und hier zuunterst habe ich eine Einladung GV. Ich sehe schon, da ist ein Datum, ein Änderungsdatum, aber ich weiß ja gar nicht, wann war denn diese Einladung oder wann fand die GV statt. Ich mache einen Doppelklick auf die Datei. Ich sehe es nun hier, das war der 27. Oktober. Wenn ich jetzt die Datei umbenenne, dann beginne ich mit dem Jahr 20, dann kommt der 10. Monat, Oktober und dann 27. Also, ich muss ja die Datei wieder schließen, wenn ich die Datei umbenenne. Ich gehe also hier wieder zur Einladung, mache einen sanften weiteren Klick, es wird blau, ich stelle den Cursor davor und ich schreibe nun das Jahr 20, es war Oktober und der 27. Leerschlag. Also auf amerikanische Art schreibe ich das Datum hin. Mit dieser Datumsangabe erkenne ich jede Datei, wann sie erstellt wurde und hier der Windows Explorer sortiert die Dateien schön chronologisch. Ich mache noch einen Klick daneben und jetzt ist die Datei umbenannt und hat sich automatisch chronologisch hier oben eingebüschelt. Natürlich ginge das auch anders. Heute in Windows 11 kann man hier umbenennen, es steht hier umbenennen, oder mit einem Rechtsklick auf die Datei. Früher fand man hier das Werkzeug umbenennen, aber dasselbe ist nun hier oben zu finden und man sieht auch das Tastaturkürzel F2. Also das wäre wirklich die schnellste Möglichkeit, um eine Datei umzubenennen. Also ich probiere es doch gerade mal mit F2, also Funktionstaste F2 und sofort kann ich die Datei umbenennen. Wie geht das, wenn ich viele Dateien nacheinander umbenennen muss? Ich gehe hier zum Beispiel in diesen Ordner Adelboden. Hier habe ich viele Bilder und ich muss die alle umbenennen. Ich zeige zuerst die eine Art und dann die allerschnellste. Also hier mache ich wieder einen sanften Klick darauf. Das war im Jahr 21. Es war der Oktober und der 5. Und ich schreibe noch Adelboden 01. Das ist das erste Bild. Und wenn ich jetzt schon am Umbenennen bin, kann ich mit der Tabulator-Taste sofort zur nächsten Datei hüpfen und die Datei ist bereit für die Umbenennung. Und so ginge das schon ziemlich schnell. Ich mache das nun aber wieder zurück mit Ctrl-Z, also auch im Windows Explorer kann man wieder zurückgehen. Und ich mache das nun viel besser. Ich markiere alle Bilder, ich klicke ein Bild an, Ctrl-A, ich habe alle markiert, gehe zu Umbenennen und das erste Bild ist schon bereit für eine Umbenennung. Ich ändere den Dateinamen der ersten Datei mit Adelboden und nichts weiteres und drücke die Enter-Taste. Was passiert? In einem Streich sind alle sofort umbenannt. Und wenn ich hier unten die Ansicht noch ändere, sieht man schön, das ist das Bild 1, 2, 3, 4, 5 und das ging doch ziemlich zackig. Das war's.